Stefan Mroß Eva Luginger, bitteres Aus. Damit hat niemand gerechnet. Eigentlich sollte Stefan Mroß bei der Schlagernacht seiner neuen Freundin Eva Luginger auch auf der Bühne stehen. Jetzt wurde sein Auftritt aber plötzlich abgesagt. Stefan Mroß Eva Luginger, sie schweben auf Wolke 7. Kaum ein Thema hält die Schlagerwelt derzeit so am Atem, wie das Liebesleben von Stefan Mroß, 47. Nach seiner Trennung von Anna-Karina Wojcik, 30, im November letzten Jahres ging der Star-Trompeter ein paar Monate solo durchs Leben. Doch so alleine, wie es immer klang, war er es gar nicht, denn in der schweren Zeit nach der Trennung von seiner Ex stand ihm dessen Ex-BFF Eva Luginger, 35, zur Seite. Bei einer Freundschaft blieb es jedoch schnell nicht mehr, so verkündete Mroß Anfang März 2023, dass er und die Schlagersängerin ein Paar sind. Gegenüber Neue Woche gestand er im Rahmen ihres gemeinsamen Liebesurlaubes in Ägypten. Wir kennen uns schon seit langer Zeit. Sie hat mich aus diesem Tief rausgeholt. Ich bin sehr, sehr glücklich mit ihr. Wir lachen den ganzen Tag. Da seine neue Freundin in dem gleichen Metier tätig ist, wie seine Ex, erwarteten die Fans, dass er auch mit Eva gemeinsam auf der Bühne performen wird. Seine Teilnahme bei ihrer Schlagernacht im Juli bestätigte diese Annahme. Doch jetzt kommt alles anders. Stefan Mroß, Auftritt in Evas Show wurde abgesagt. Am 6. Juli findet Eva Luginger Schlagernacht in Taufkirchen, Vils, statt. Neben ihr selbst sollen auch Anita Alexandra Hofmann, die Grubertaler, Hansi Vogt, Frau Weber und Anni Berker auf der Bühne stehen. Ursprünglich war sogar geplant, dass ihr neuer Freund Stefan Mroß ebenfalls zugegen sein soll, doch sein Auftritt wurde nun abgesagt. Im Facebook-Beitrag, den der immer wieder Sonntagsmoderator selbst teilte, heißt es: Wie die Absage von Stefans Auftritt bei den Fans ankommt. Gar nicht gut, so liest man unter dem Beitrag kritische Worte. Ich verstehe den Sinn nicht, sorry. Dieses Statement ist ein Widerspruch in sich. Lächerlich. Was soll das für Unsinn sein? Oje, ob das so eine gute Idee war?